Herr Gott, sind die Altarplatten schwer. Beeilt euch, der Lettner muss bis zum Fest von Felix und Regula fertig sein. Hey, ich hab's doch schon einmal gesagt, mit der Altarplatte der Predigerkirche müsst ihr noch zuwarten. Zwingli will sie zuoberst als Fußboden für die neue Kanzel haben. Wir schreiben das Jahr 1526. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Zwingli lässt im Großmünster zwischen dem Chor und dem Langhaus eine Mauer errichten, einen sogenannten Lettner, um darauf in der Mitte eine Kanzel zu platzieren. Rechtzeitig auf den 11. September, dem Kirchweihfest des Großmünsters zu Ehren der Stadtheiligen Felix Regulan Exuperantius, wird der Einbau fertig sein. Es handelt sich beim 11. September um den wichtigsten Zürcher Festtag, zu dem jeweils nicht nur die Landleute aus nah und fern, sondern auch der regionale Adel und Delegationen befreundeter Städte nach Zürich kamen. Der Bau des Lettners ist typisch für Zwingli. Dieser scheut kein Mittel, seine Reformen zum Gespräch zu machen. Zwingli lässt den Lettner nicht nur aus den Altarplatten der Zürcher Kirchen erbauen, er wird bei seiner künftigen Predigten demonstrativ auf der Altarplatte der Predigerkirche stehen, die als Boden der neuen Kanzel dient. Für einen streng gläubigen Katholiken bedeutete dies einen Affront. Mit dieser Aktion kann Zwingli sicher sein, dass man überall über seine Predigten spricht. Der Bau der Kanzel in der Mitte vor dem Chor macht sichtbar, dass nun das Evangelium im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht und nicht mehr die im katholischen Gottesdienst gefeierte Wandlung von Wein und Brot in Leib und Blut Christi. Der Lettner steht heute nicht mehr. Er wurde 1851 abgerissen, als man den romanischen Zustand des Großmünsters wiederherstellte.